ich bin mega nervös. Es ist schon 17:30 und ich bin noch nicht im Stadion. Ich muss mindestens immer 2 Stunden vorher im Stadion sein. Dann bist du den ganzen Tag kribbeln und was ist für dich, ja, wie lange. Das ist nicht so. Für meine Krankheit ist es relativ ein ungünstiges Hobby, weil ich ja sonst so Nervenstränge verliere wegen der MS. Oder geschädigt werden, so muss ich sagen. Und das Shooten halt auch noch ziemlich viel Nerven braucht. Aber ja, kommt schon gut. Luana Montanaro leidet an einer besonders aggressiven Form der multiplen Sklerose. Über ein Jahr lang haben wir sie begleitet. Mit 18 bekam sie die völlig überraschende Diagnose MS. Bis dahin war die lebensfrohe Luana sportlich aktiv und erfolgreich. Im Tennis war sie in ihrer Alterskategorie die Nummer 2 des Nationalkaders. Und sie spielte Fußball beim Zweitligisten FC Spiez. Doch seit 9 Jahren ist Luanas Alltag radikal eingeschränkt. Wenn ich nicht im Rollstuhl bin, bin ich im Bett. Die muss ich in der Nacht anlegen, weil ich so Spastik habe bei den Händen. Also das macht nachher so. Und die Ärzte haben Angst, dass es meine Hände versteifen, wenn ich die ganze Zeit so mache. Also es macht es unbewusst. Und die Schiene macht, dass ich die Hände so habe. Und dann können sie nicht zusammenkommen. Und die muss ich einfach jeden Abend anlegen. Und bin dann einfach so im Bett. Ich kann den Tang nicht bewegen. Aber ja, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Und ich bin eigentlich froh, habe ich die. Weil ja, ich will ja nicht, dass meine Hände fest versteifen. Du hast neben den Schienen auf dem Nachttisch Medikamente. Wie viele Tabletten musst du nehmen jeden Tag? 44 am Tag. Das ist recht viel und recht scheiße. Hier innen habe ich das Methadon. Das ist das, was Heroinabhängige im Methadonprogramm bekommen, das ich muss nehmen muss. Wieso musst du Methadon nehmen? Wegen der Schmerzen. Von dem Rückenschmerz. Ich hatte eigentlich alle Opiate, Fentanyl, Oxynorm, alles. Und das hat alles nicht genützt. Und jetzt habe ich Methadon und ich hatte es ganz am Anfang mit 19 in einer Dosis, die Heroinabhängige bekommen. Und das hat mir dann recht schaffen gemacht, weil der Körper ist extrem schnell abhängig von dem Zeug. Also wenn ich jetzt nicht mehr weggehe und merke, dass ich das Methadon nicht mitgenommen habe, ist es wirklich schlimm. Ich fange zu zittern, die Schmerzen werden mehr, ich fange zu schwitzen, es wird mir schlecht. Also es ist sehr beängstigend, das zu merken, wie, also es ist nicht im Kopf, aber wie abhängig der Körper von dem Methadon ist. Aber ich weiß, dass es nichts anderes gibt, was ich nehmen kann. Und darum ist es Segen und Fluch zugleich. Also. Die Fachmittelschule musste sie kurz vor Schluss abbrechen. Psychologin wollte sie werden, anderen Menschen helfen. Sie lebt zusammen mit ihrer Mutter Karin und ihrer jüngeren Schwester Vivian. Multiple Sklerose ist eine chronische Nervenerkrankung, die das Gehirn und das Rückenmark betrifft. Bei Luanas aggressiver MS sind viele Körperfunktionen betroffen. Erblindung auf dem linken Auge, Lähmungserscheinungen an den Beinen, starke Schmerzen, Blasen und Darmstörungen. Ich kann es nicht sicher tun. Moment. Wie soll es so schnell sein? Was soll ich tun? Das würde ich auch nicht probieren. Okay. Nein. Dann tue ich es wieder auf den Löffel von nachher. Kaum mache ich etwas, fängt mir so an zu zittern. Und darum muss ich mich recht konzentrieren. Und auch von Kraft her ist die Tomate gerade so noch gut okay. Eine gute.
Wegen der täglichen Cortison-Tabletten hat Luana stark an Gewicht zugelegt. Auf das einzige MS-Medikament, das wirklich helfen würde, ist sie allergisch. Ich hoffe einfach, dass sie jetzt einfach stoppen, dass es einfach nicht schlimmer wird. Es ist jetzt alles so rasant gegangen, gell? Mm. Ich hoffe, aber jetzt mit dem zweiten Auge, dort wo sie noch etwas sieht, dass das ist zwar schon eine schlechte Prognose, aber dass es gleich jetzt so bleibt, oder? Ja, falls sie das mit zwei Tagen fast nicht mehr sieht, nein, so weit darf ich gar nicht denken. Luanas geschwächtes Immunsystem produziert kaum Antikörper. Und ein MS-Medikament hat bei ihr zusätzlich eine Blutkrankheit ausgelöst. Also es ist etwas kompliziert mit keine Abwehrstoffe, keine B-Zellen. Und die zerstören halt alles. Und jetzt muss ich alle zwei Wochen noch in die Therapie kommen und Immunglobulin haben. Und zusätzlich eben die chemoartige Therapie, die eigentlich hauptsächlich für Krebspatienten angewendet wird. Aber man hat irgendwie herausgefunden, dass es bei MS-Patienten auch noch helfen könnte. Und ja, darum bin ich jede zweite Woche hier. Hilft es dir? Die Ärzte sagen so lala, ich sage nein. Meine Mami sagt auch nein, weil es mir irgendwie schlechter wird. Aber wenn die Ärzte sagen, du musst es machen, kann ich als kleiner Schneck nicht irgendwie kommen und sagen, ja nein, mache ich jetzt nicht. Ja. Hallo, Schätzeli. Hey. Wie ist es gegangen? Geht es um mein Sommerbrechen. Ist es Sommerbrechen? Schlecht heute? Ja, mega. Oh nein. Mutter Karin arbeitet nur noch einen halben Tag pro Woche, um für Luana da zu sein. Ich glaube, bis wir gegessen. Eine Suppe. Normalerweise würde Luana nach dieser Behandlung komplett erschöpft nach Hause gehen. Doch heute spielt ihr geliebter FC Thun. Machst du? Ja. Du musst mir noch helfen, dann ist sie schon da weg. Welches? Du liebst. Hast du es mitgenommen? Ja. Luana und ein Spiel verpassen geht gar nicht. Puls aus 380. Schuhe anlegen. Sind wir ready? So. Machst du die Taschen an oder willst du die Luana stossen? Ich kann selber. Tschüss, Thorsten. Tschüss, Luana. Yes! Geschafft für heute. Viel zu spät schon. Es fängt ja erst am 8. an. Ja, aber ich muss mich vorbereiten, weißt du? Ich kann mich nicht vorbereiten, wenn ich nicht da bin. Dann bin ich viel zu nervös. Was heisst denn vorbereiten? Psychisch. Darauf herarbeiten. Das 93 Minuten leiden. 93 Minuten Daumen drücken. 93 Minuten hoffen. Ich sage gerne, das ist meine zweite Familie. Und das ist wie wenn der Mensch braucht ja Luft zum Atmen, dass er leben kann. Und der FC Thun ist quasi meine Luft. Also ohne FC Thun könnte ich schlichtweg nicht leben. So. Und für das, was sie für mich machen, das ist einfach, das ist grandios. Es hat keinen Club in der Schweiz und eh nicht auf der Welt, wo so sind wie der FC Thun bei mir. So. Sie sind mich ins Spital besuchen, schenken mir ihre Trikots, sie schreiben mir Briefe. Es ist wie wenn eine Single-Mutter sagt, mir geht es nicht ohne mein Kind. Die sagen gegen mir geht es nicht ohne den FC Thun. Genau. Vor dem Spiel schickt Luana oft einen Motivationsbrief an ihren Lieblingsclub. Liebe Jungs, meine Blutwerte haben sich drastisch verschlechtert. Das bedeutet nun jede zweite Woche Chemo. Leider trifft es den heutigen Tag.
Aber trotz 9 Stunden Chemo komme ich natürlich ans Spiel, will euch unterstützen. Merci. Wenn es manchmal aussichtslos erscheint, dann rate ich dir, mein lieber Freund, gib niemals deine Hoffnung auf, wie es auch kommt im Lebenslauf. Denn wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Licht daher und gibt dir Mut, Kraft und Vertrauen, dem Schicksal was aufs Maul zu hauen. Zusammen stehen, zusammen haben, zusammen siegen. Herzlich, euer Maskottchen Luana. Das Stadion ist Luanas Kraftort. Du hast gesagt, wenn du da bist, spürst du deine Schmerzen weniger. Kenne ich. Nichts. Wenn sie das ist, nichts. Mir ist auch etwas weniger schlecht. Also schon etwas schlecht, aber etwas weniger. Es ist ein Derbyspiel 2018. Der FC Thun gegen die Berner Young Boys. Thun darf nicht verlieren, sonst droht der Abstiegskampf. Aufatmen. Ja, aber jetzt bin ich durch. Chemo und Match schauen ist nicht eine gute Kombination. Ja! 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 Merci vielmals. Gratulieren. Ja, okay. Super gespielt. Danke vielmals. Rigetti. Ich bin gleich überwältigt aus das Hacken. Merci, Marki. Danke. Gut, hä? Jetzt muss ich rennen. Ich bin nicht verloren. Später. Luana ist in der Rehab-Klinik Basel, wo sie immer wieder kämpft, ihre noch verbleibenden Kräfte zu erhalten. Luana möchte so lange wie möglich bleiben. Doch gerade hat ihr das Therapeutenteam bei der Visite mitgeteilt, dass sie nach 4 Wochen nach Hause muss. Ich bin verrückt, putzhässig. Aber es bringt nichts. Das ist halt alle Therapie an einem Ort und jeden Tag. Und das hilft viel mehr also meinem Körper und meiner Seele. Ja, ich komme einfach mehr stabiler wieder hier raus. So ist es. Hier unter anderen Patienten fühlt sie sich verstanden. Hat nicht wie zu Hause das Gefühl, für Familie und Freunde eine Belastung zu sein. Wie geht's? Okay. Schon lange da gehabt? Nein. Alles gut gegangen? Bis auf die Visite? Hm? Also, komm mal daher. Ja, ich komme. Also, ohne Punkte ist nur mal hin und her. Dass du einfach mal weißt, was auf dich zukommt. Luanas Therapeut motiviert sie spielerisch zum Muskelaufbau. Was leicht aussieht, erfordert all ihre Kräfte. Und die. Okay, das schreit noch ein kleiner Match. Bist du dabei? Ja. Okay, bist du bereit? Ja. Und komm. Sehr schön. Und komm, holen.
Okay, eindeutiger Punkt für Matthias. Okay. Das ist doch ein Anspiel. Okay. Das sollte nicht an dem scheitern. Und komm, schön über den. Okay. Wie Natal. Wie Natal. Also. Allein stehen ist eine Riesenanstrengung. Okay. Auf drei. Eins, zwei und drei. Und komm. Jawohl. Und komm. Steh mal auf. Jawohl. Was ist das? Da mach dich mal runter. Mach mal die Hand weg. Das geht einwandfrei. Okay. Und heben am Boden. Und nochmal ansitzen. Päusli. Super. Und also. Sehr gut. Hey. Das wäre jetzt das Ziel, gell? Ja. Stehend können Zähne putzen. Jetzt kann ich es nicht mehr üben. Nein, was meinst du? Jetzt kann ich es nicht mehr üben. Wieso nicht? Weil ich mit nach Hause muss. Ah, bin ich schuld. Ja. Ist klar. Doch, das kannst du sehr wohl üben. Alleine. Die Therapie geht weiter. Das ist gar nicht. Nein, es ist jetzt später. Also, mach's gut. Sehr toll. Bis später. Ja, um eins? Ja. Wasser ist Magie für Luana. Hier verwandelt sich die Unerträglichkeit des Schicksals kurz in eine Schwerelosigkeit des Seins. Das Rehab-Team hat entschieden, dass Luana bereits nach 4 Wochen die gesteckten Therapieziele erreicht hat. Wir haben gemerkt, mit einem Ball da geht einiges besser. Sie vergisst, was sie eigentlich nicht kann. Und sie merkt am Schluss, was sie eigentlich leisten kann. Und das ist eben das Schöne. Und da erwarten wir, dass sie vielleicht daheim genauso viel Freude am Schwimmbad oder dass sie mal etwas probiert, wie jetzt hier bei uns im Rehab. Vier Monate später. Luana hat einen schlimmen Rückfall und ist auf einem Tiefpunkt. Sky, der Morgen aufstehen ist für mich recht sinnlos. Ich stehe jetzt auf, weil ich einen Hund habe, dass ich raus muss. Und ich mache es für einen Hund, weil ich will, dass es ihr gut geht bei mir und so. Aber es ist einfach brutal anstrengend, jeden Tag aufstehen im Wissen, dass es jeden Tag ein bisschen schlechter geht. Und es ist anstrengend für viele Menschen so rüberzukommen, als wäre ich mega der Kämpfer und so. Aber nachher daheim alleine im Zimmer am Grennen bin, weil ich es fast nicht mehr aushalte, wegen der Schmerzen, wegen der Spastik. Und was ich jetzt das Gefühl habe, dass ich nie wieder einen Freund habe. Weil wer will schon jemanden im Rollstuhl und so. Miss Schweiz bin ich auch nicht gerade. Und ja, keine Ahnung, dort habe ich irgendwie so die Hoffnung aufgegeben, dass ich mal jemanden an meiner Seite wieder habe. Ich habe zwar meine Familie, meine Freunde, ich habe zu tun, aber das sind so kleine Momente und die flackern manchmal auf. 15 Minuten, 20 Minuten und dann ist wieder schwarz. Du hast dich bei Exit angemeldet. Warum? Weil ich sehr oft sehr starke Suizidgedanken habe. Und dann tust du irgendwie noch, das klingt blöd, aber irgendwie in Würde sterben. Bettlägerig und blind zu werden, nicht mehr sprechen zu können, ist Luanas größte Angst. Luana ist wieder im Rehab. Dieses Mal darf sie 9 Wochen bleiben.
Nach ihrem Tief hat sie von einer Stammzelltherapie gehört und möchte unbedingt ins Programm aufgenommen werden. Wieder droht dem FC Thun der Abstieg. Aber auch in schlechten Clubzeiten schöpft Luana von ihren Kickern Kraft. Luana, geht's dir? Ja, ich tue jedes Mal, wenn ich den Ball spiele und den Schritt laufe, tue ich im Kopf innen einen Spielernamen vom FC Thun sagen. Also so beim Spielen Chris Kaplan, wieder spielen Dennis Hediger und so. Okay. Sehr schön. Die Stammzellentransplantation habe ich drei Bedingungen, dass sie eventuell zugelassen werden. Und eine davon ist 50 Meter laufen. Und das ist das, was mich am meisten eigentlich anspornt. Weil es das Einzige ist, was mir noch helfen kann, weil es immer schlechter wird. Die zweite Bedingung ist ein bisschen abnehmen. Und da habe ich jetzt 7 Kilo abgenommen. Das ist noch nicht viel, aber ich probiere es. Immer mehr. Und die dritte Bedingung, die kann ich leider nicht beeinflussen, ist die Bluterkrankung. Und das ist halt das, was am meisten Gewicht hat, weil es gefährlicher ist, die Stammzellen zu machen mit dieser Bluterkrankung, weil ich ja halt sonst schon keine Immunglobulin habe und dann noch mit der Chemo, die zusätzlich dann kommen würde. Und das ist echt das Risiko noch mal viel höher. Und weil es eine Studie ist, weiss ich natürlich das Risiko, dass etwas passiert, so klein wie möglich halten. Und darum ja, bin ich nicht so ein geeigneter Fall wegen dieser Bluterkrankung. Halt. Aber für mich ist es echt die letzte Möglichkeit, und alles andere, was man probiert hat, nicht angeschlagen. 7-mal umfallen, 8-mal aufstehen. Das ist Luanas Fußball- und Lebensmotto. Oh! Nella! Ja! Komm weiter. Okay, nicht schlecht. Aufstehen. Eigentlich schon fast. Wie steht's? Weiß gar nicht. Hand, Penalty. Also. Warte! Wow. Was ich auffällig gefunden habe, wo sie gelaufen ist, ohne Ball, wo wir zum Stuhl gelaufen sind, hat man ganz deutlich gemerkt, da hat sie wieder extremen Fokus auf ihre Ataxie, auf die Spastik. Was nicht geht, sind wahrscheinlich auch die Schmerzen gekommen. Und beim Matchen, da konnte ich Bodychecks geben, sie ist am Boden gefallen, sie ist wieder aufgestanden. Einfach auch fröhlich, wie es auch sein sollte, ohne überhaupt nachzudenken, dass sie überhaupt ihre Krankheit hat. Ich habe jetzt die 50 Meter halt nur am Ball. Aber ja. Das Prinzip der Hoffnung ist halt schon sehr. Bei mir innen, dass ja, keine Ahnung, wenn du nur noch eine Hoffnung hast, kraust du dich halt an das fest und probierst nicht das Beste noch zu geben. Ja. Du kannst noch? Ja. Hä? Willst du noch mal? Ja. Okay. Ah! Stinkt sie? Sicher.